Dani? Ja. Achso, nee, alles gut. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ja, ich muss gerade kurz Dinge verlegen. So. Und da sterbe ich wieder als erstes. Und da entdeckt Lenny die Schüsse. Oh, gerade die Lights sabotiert. Nein, das war... Nein, ich habe versucht, die anzumachen. Nein. Ich glaube, wir haben einfach noch gleich... Nein, wir haben versucht, wir haben das gleichzeitig... Stimmt, Svenny wieder als erstes. Ich habe jetzt gerade extra noch ein paar Sekunden gewartet, aber dann kam das Dings rein. Das war wirklich ein Versehen. Ich wollte nur fixen. Können wir Lenny reden lassen? Ja, das Ding ist, dass ich davon ausgehe, dass dass es schon ganz gut sein kann, dass einer der Imposter halt gerade zu den Lights gegangen ist. Die Leiche liegt nämlich genau vom Electrical-Eingang, also irgendwo da in der Nähe ist der Report-Button auf jeden Fall aufgeploppt. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Was? Aber, du hast noch nicht mal gesehen. Ja. Ich habe den nicht gesehen. Ah. Ja. Okay, aber wie gesagt, ich wollte gerade einfach nur Lights fixen. Ich bin gerade in den Elektrik rein, runter zur O2 und war mitten auf dem... Ich komme da raus aus dem Schiff und werde hier direkt... Oh, als erstes natürlich wieder. Gleich meine Fresse. Später kam auch noch Felix hinzu. Haben sich den Schalter irgendwie bewegt? Keiner hat's gesehen. Einmal der linke und einmal der rechte. Ja, aber da kann es so schlimm sein, dass ihr... Also der dritte von links, der dritte von rechts und der ganz außen. Wenn die für den Fix relevant waren, kann es auch wirklich ein Versehen sein. Ja. Wenn das einfach random, also wenn die schon an waren und die ausgemacht wurden. Leute, ich hab's schon mal gesagt, wenn ihr schon seht, da steht schon jemand am Lights fixen, dann lasst es einfach sein. Lucy, so. Wen hast du gewortet? Lucy muted? Lucy? Skip, ich hab geskippt. Achso. Okay, also wen ich noch ich kurz gesehen habe, ist Mentos über Office. Ich bin nach rechts gelaufen. Ja, also ich denke mal, Mentos könnte ich für den Kill ausschließen. Ach, das ist auch ist Mentos. Also Mentos hat mich umgebracht und es wird ausgeschlossen, als ob... Office. Oh Mann. Herr Skyberger, wo bist du denn hingelaufen? Als ob der jetzt ausgeschlossen wird. Lava. Als ob der jetzt gesaved ist. Kann ich Skyberger ausschließen. Bin mir todsicher. Okay, ich weiß auch gerade nicht mehr. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, genau. Ich würde sagen, Schwarz hat mich umgebracht. Ich habe doch Schwarz gesehen. Ja. Ah, ist ob. Gut. Easy, ich doch. Das ist doch nicht mehr wahr. Mach ich meine Tricky Tasks. Hier. Card Swipe. Ich hab doch hier keinen Bock mehr. Es ist doch hier. Das ist doch nicht die Wahrheit. Ja, hier, ich wollte diese Task machen. Ich kam gerade raus hier. Da waren alle Leute waren hier versammelt an dem Ort. Ich wollte hier meinen Task beginnen. Und Lenny jetzt eigentlich sehen müssen. Slide war sabotiert. Ja, natürlich. Gleich am Anfang. Es wurde die Taste ausgerutscht. Das ist einfach. Vor den Augen aller anderen und keiner hat es gesehen. Das ist und dann wird der Boss auch noch. Es ist wird auch noch gesaved. Als ob. Als ob. Und Lenny war halt neben mir, stand neben mir und hat nichts gesehen. Und sieht so aus, als ob der jetzt damit durchkommt, der Poster. Es ist jetzt hier. Kommt dreisterweise hier durch. Kommt damit durch. Ach Mensch. Da hat Mentos doch schon wieder ihn umgebracht und Mr. Gengar. Ist der andere Imposter oder was? Der hat ihn doch gesehen. Okay, halt. Lenny. Stopp. Felix ist schon länger tot. Okay, erstens, RIP, zweitens, Retro. Ja. Du warst mit mir gerade im Boiler Room an den Wasserrädern. Plötzlich irgendwie gefühlt, aber das kann auch sein, weil Licht aus. Auf jeden Fall habe ich gerade die Boiler Room. Diese Räder, Wasserräder-Taste gemacht, auf einmal stand Retro in mir an ebenfalls eine Taste.
zwei Lights aus waren, ging ich dann hoch, hab Goku gesehen, wie er Lights gefixt hat, also halt den Lichtkegel da, hab ihn da machen lassen, weil er zuerst dort war. Du hast es verstanden. Ja, du hast es eben noch gesagt. Hab dann am Baum eine Task gemacht, wollte jetzt runter wieder Kanister füllen und auf einmal merke ich so Report-Button gehen. Nur ein Stückchen nach rechts liegt der Lenny. Und zuletzt habe ich dort Retro gesehen. Wo ist jetzt die Leiche? Im Boiler Room. Soweit ich das verstehe. Nee, Boiler Room. In sozusagen diesem Zwischenraum. Etwas über Boiler Room. Also ja, O2 einfach. Muss ja, das aber ein danke. Ganz frischer O2, Kill gewesen sein. Ja. Und Goku Retro kann nicht gewesen sein. Was kann Retro? Retro kann es nicht gewesen sein. Der war mit mir jetzt gerade zuletzt noch eben in, Communications. Dann haben wir hier einen Self-Report und zwar doch Kolja, oder was? Ja. Nein! Leute, nee, ganz ehrlich, ich denke einfach, dass es Retro und Lucy sind, aber... Aber ich ja, no. Ja, entweder das, aber weil die Sache ist, Lenny hat ja vorhin Kolja gesasst wegen des Lightfixes und irgendwie ist der jetzt tot. Felix hat mich gesasst, nicht. Ach nee, du warst Felix. Ja, ja aber beide, ja tot. Beide, die dich gesasst haben, sind tot. Das Ding ist, weil es muss Sache ja. Ist, es macht ja für dich Sinn, Felix zu töten, weil quasi bevor der dich noch weiter sasst, weil Felix ist ja einer, wenn der jemanden hat, Digga, dann geht er da auch richtig drauf. Deswegen macht es eigentlich nur Sinn für dich, ihn zu killen. Und aber ehrlich gesagt, warum? Moment, darf ich da kurz was sagen? Stopp. Einfach weil es ein bisschen logisch gerade jetzt nicht von der Argumentation. Ja, dann sollte ich ja Felix killen, aber Felix habe ich nicht reportet, sondern Lenny und ich war ganze Zeit auf der linken Seite. Wie soll ich dann Felix aus dem Weg schaffen? Wer sagt uns denn, dass Felix nicht auf der linken Seite liegt? Ja. Weil ja. Ich vor allem auf der linken Seite war und da nur Lenny liegt. Leute, das muss... Leute! Lass doch mal Lucy jetzt reden, die wollte eben schon was sagen. Ich kann nämlich Retro aus einem Grund proven, weil er hat mir die Download begonnen und die Download beendet. Okay, oh, gut, du sagst schnell. Proof. Ja, es muss ein frischer Kill gewesen sein, weil... So weit waren wir auch schon. Ja, weil ich eben Lenny noch gesehen hatte und es zeitlich passen würde. Okay, hat irgendwann Medbay-Scan, wenn ja, bitte mitkommen. Danke. Ich glaub nicht. Ich bin nur noch sprachlos. Es ist, als ob der jetzt damit durchkommt. Als ob das ist jetzt, der wird einfach wieder nicht verdächtigt. Es ist Mentos wirklich, und der andere hat doch eindeutig gerade zugesehen, der doch hier. Der hat die Leiche nicht gebrutet und ist weggegangen. Es ist doch eindeutig. Mr. Gengar und Mentos. Mentos, der dreisteste Kill hier am Anfang. Und keiner hat's gesehen. Okay, habe ich den Ton ausgeschaltet. Jo. Nächste Task ist schon, oder? Kommt noch was. Ah, jetzt kann ich die Impostoren verfolgen. Ja moin, Goku hat gerade ein Lab einfach... Nein. Und irgendwer war noch da, ich weiß nicht. Also ich gehe stark davon aus, dass es Goku war, oder es war der Zweite, der noch da ist. Dann müsste es eigentlich Mr. Gengar gewesen sein, oder du. Weil... Ja, warum soll ich den Skybreaker killen? Was soll ich denn Skybreaker killen? Ich sagte entweder er oder also, du. Weil ich weiß, dass Mr. Gengar mit Skybreaker zusammen da hochgelaufen ist. Und ich meine, ich hätte gerade noch blau in den Toiletten gesehen. Stimmt. Er war auch, ja, doch, Mr. Gengar war auch da. Ja, okay, dann weiß ich nicht, ob Goku oder Mr. Gengar. Aber einer von beiden hat vielleicht den Kill gemacht. Ich bin direkt nochmal zu Fury. Und das war ein Self-Report von Mentos. Linkes Triebwerk machen musste. Bei dem rechten Triebwerk... Ich will echt nicht mehr. Ich bin jetzt... Bubble. Bin so raus. Triebwerk hatte mich Skybreaker in der letzten Runde noch gesehen. Danach bin ich in Labs gegangen, weil ich in Specimen runter muss. So. Und als ich noch, bevor ich überhaupt in den Dingens konnte, in den Dekon, habe ich, meine ich, blau auf den Toiletten gesehen. Also, ich meine, türkis. Mich juckt's hier. Da habe ich noch die Farbe. Das ist Blutdruck. Dann kam der Report. Und weil Mr. Over 9000. Mr. Gengar und Skybreaker zusammen da hoch wollten, und ich habe auch gesehen, dass sie da hochgegangen sind, muss es er gewesen sein. Oder Mentos. Was hat der Mr. Gengar jetzt dazu zu sagen? Mr. Gengar oder Mentos? Ich verdächtigt mal jemand. Er verdächtigt die Richtigen. Ja. An der Stelle. Ich meine, im Endeffekt, ich wurde von... Ah, endlich werden die richtigen fort.
Das heißt, es macht endlich die richtigen. Also ist der Kill frisch. Wie gesagt, es war. Okay, na gut, wenn er es halt zugibt. Ist der Report von Mentos. Ist ein Geständnis gewesen. Wenn er es jetzt zugibt. Ja, sorry, dann Goku, dann tut's mir leid, dass ich dich gesasst habe, aber. Gar kein Problem, aber aus welchem Grund? Aus welchem Grund denn? Weil du doch da standest. Also bist doch dann da gekommen. Also, ich bin gerade reingekommen und dann hast du reportet. Ja, ich komplett getrollt. Dummer Runde, dummer Runde. Und vor allem ich den Sass auf Retro. Ist übrigens. Verfolgt mich gerne. Massiv dumm. Verfolgt mich gerne. Sagt jeder. Also, ich verfolge jetzt Mentos. Wo ist Mentos? Wo ist der Sack? Da ist Mentos. Quella und Lucy. Das wird Drache in der nächsten Runde, wenn ich Imposter werde. Mentos als Erster. Es ist echt meine Fresse. Was war denn das für ein Kill am Anfang? Das gibt's doch nicht. Und Lenny stand daneben und hat nichts gesehen. Also, der so lange dann damit durchkam. Und jetzt schon wieder ein Kill. Kolja hat gerade vor meinen Augen Lucy gekillt. Herzlichen Glückwunsch, Kolja. Ja, das ist Kolja. An der Stelle auch klar. Wie? Nee. Tschüss, Kolja. Nee. Nein, tschüss. Stopp. Okay, dann ist es Mentos. Bitte. Ach, nein, Kolja. Ich bin gerade Level, Tori. Ja, richtig. Und der Level liegt die Leiche. Halt dein Maul jetzt. Was? Nein, das schiebst... Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Doch. Nein, ich doch. Bin gerade Level, Tori. An dem blöden Kind ist tot. Ja, halt doch deinen Maul und laber nicht mehr. Das ist wonach hast fertig. Du denn gesucht? Ich hab nach dem... Das sieht aus wie so ein... Saturnum mit mehreren Ringen. Ich kann's dir sogar literally sagen. Ach ja, schön, dass du es uns sagst. Also, wo war auch sagen, das? Ja, komm, du bist eh... Du wirst eh geworden, so jetzt. Ihr seid lost. Ihr seid lost. Alter. Als ob Koya jetzt rausgewotet wurde. Als ob Koya jetzt rausgewotet wurde. Ja was, Mentos? Ja was? Denn Post ist noch am Leben. Ja was? Och meine Fresse, ich könnte ja. Ich könnte ja schreien am Strahl. Kurz nach dem Strahl und schreien wie wild. Jetzt Retro umbringen hier. Hat die das Retro umgebracht oder nee, Retro ist drin? Gleich den Button. So ein Glück. Oh Gott. Bitte werf okay. Doch jetzt Mentos raus. Gut, was machen wir jetzt? Mentos rauswerfen. Ja. Mentos. Als ob der das jetzt, als ob ja. Der jetzt das durch, als ob der das gewinnt. Können, dass Kolja dort oben Lucy gekillt hat. Ja, als Imposter. Es kann kein anderer gewesen sein. Ich komme in den Raum rein, Kolja läuft von der Leiche weg. Es kann nur Kolja gewesen sein. Na, wir müssen ja bei einem auf jeden Fall, bei einem müssen wir auf jeden Fall richtig gewesen haben. Ja, dann haben wir vorhin bei Mr. Gänger getrollt und dann war es doch Goku. Ja, offensichtlich doch. Wenn du jetzt versuchst, mir das anzuhängen, dann... Ach, Goku. Die Sache ist, es ist ja offensichtlich, dass Kolja Imposter war. Also, ich will bezuchen, es kann wirklich niemand anderes diesen Kill gemacht haben. Und Kolja war auch in der ersten Runde schon sass. Und ich habe vorhin gesagt, dass bei dem Scan entweder Mr. Gengar oder Goku den Kill gemacht haben. Und aber das Ding ist... Als ob der jetzt auch noch Goku... Aber warum hat er denn dann getrollt? Warum sagt er denn dann nicht, dass er es nicht war? Naja, das Ding ist, es könnte... Warum sollte es Retro sein? Weil der hätte ja dann den Mord begehen können, wenn er anstatt einfach selber zu reporten... Wer hat gerade Lights gefixt? Ich hab gefixt. Ich hab Lights gefixt. Dann ist Mentos. Warum bin ich das denn jetzt? Goku geht Light fixen, so dass ich, ja, ich war auch den Emergency holen kann. Ich stand erst zum Glück sind ein Bildschirm und ein Mikro zwischen uns, sonst würde ich den hier direkt mal. Da dachte ich, naja, wenn Retro. Ich würde dem gerade eine Kehle springen. Das ist echt. Der halt 30 Jahre gebraucht hat dort oben. Und dann bin ich hochgerannt. So ein dreister Imposter. Wollte dann dort reingehen und offenbar hat halt dann Goku die Lights schon gefixt gehabt. Gewaltfantasien. So, also, ich weiß ja nicht, weil. Mann, jetzt würde ich echt gerne den Totenchat sehen können, aber. Die Sache ist halt, Lucy hat halt Retro ausgeschlossen für den Kill, deswegen bin ich actually. Weiß ich, glaube ich, nicht, dass Retro. Also, das Retro Imposter ist. Ich habe gerade den Call gemacht. Wieso sollte ich meine Chance zum Killen? Ich sag mal. Ich sag ja auch, das hat ja nichts zu heißen. Was, Goku, was sagst du? Ich sag mal so, es ist ja. Ich habe auch gesagt, dass es eigentlich seltsam wäre, wenn Retro es wäre, weil warum sollte Retro versuchen, den Knopf zu drücken, wenn auch einfach hätte den letzten Kill machen können dann. Ja, aber
Ich weiß nicht, weil das ist so eine Sache, das habe ich halt auch schon gemacht. Einfach du drückst den Knopf, das hat mir zum Beispiel bei Skybreaker in der Runde, da habe ich auch versucht, den Knopf zu drücken. Habe ich zwar nicht gemacht, weil er schneller war, aber die Sache ist, wenn du zum Knopf rennst, dann gibt dir das immer so ein bisschen so ein Proof, wenn man dann sagt, ja, was soll er denn den Knopf drücken, wenn er Pasta ist. So, die Sache ist, es könnte halt so eine schöne umgekehrte Psyche da sein bei ihm. Ja gut. So gut bin ich nicht. Kann mein Bruder was los? Ja, was machen wir jetzt? Mein Bruder was los? Retro, was machen wir? Ich hätte Mentos gewotet. Ne, das ist ja kompletter Bullshit. Bitte nicht schlagen. Das kann das komplett. Lass den doch nicht gewinnen. Retro voten jetzt. Einfach, weil er mich sasst. Retro voten. Nein. Der kann das doch jetzt nicht gewinnen. Als ob. Oh, ah, danke. Ja, oh, danke. Endlich. Heilige Scheiße. Als ob das auch noch die. Eine Frage zwischen Kolja und es alles. Ja. Darf ich kurz, Alter, ja, das so. Als ob der das noch jedem in die Schuhe schiebt. Es ist. Ich hab grad. Ja, darf ich bitte sagen, dass ich den schlechtesten Imposter-Kollegen in der Geschichte von Among Us. Mentos! Wirklich, Mr. Gengar. Meine Fresse! Skybreaker hat mich eigentlich quasi schon geproofed gehabt, ne? Skybreaker hatte ich so heftig auf meiner Seite. Dann macht Skybreaker den Scan, ich stehe daneben und denke mir so, okay, jetzt hole ich mir das Alibi meines Lebens. Mr. Gengar denkt sich, okay, den töte ich jetzt. Mentos. So, ich musste gleich reporten, weil Goku gekommen ist. Mentos, willkommen in meinem Leben mit Mentos. Es ist, als ob du jetzt noch. Darf ich mal gerade ein persönliches Wort an dich richten? Das ist, als ob du gerade Kolja und dann auch noch Goku nacheinander beschuldigst, dann auch noch und mich als erstes dort direkt vor Lennys Augen und Lenny sieht da nichts. Also das ist meine Fresse. Ich hatte gerade kurz vor Ende, hatte ich noch mal Bock, dir an die Fresse zu, also an die Kehle zu springen. Das ist sicher so gerade so. Also, Gewalt halt. Lass mal Kolja was sagen. Ich war nicht fertig. Als ich dann tot war, ja, fängt dann Mr. Gengar an zu sabotieren. Ja? Macht einfach so random den Reaktor an, macht Lights aus, während der Emergency-Knopf da gedrückt wird. Mentos Lights sind aber gar nicht mal so blöd. Nö, stimmt. Die kann man aber alleine fixen. Dreiste Nummer. Ja, natürlich, aber du hättest da einfach chillen können im Office, bist aber rausgelaufen und hast dich selber ausgesperrt, war deine eigene Schuld. Also, Kolja. Kann ich noch kurz erwähnen?